Yo Leute, was geht ab? Ich bin's Arthur. Und ich bin's Rafa und willkommen zu einem neuen Video von den Pro Gamers. Heute stellen wir euch das Spiel John's Adventure vor. John's Adventure haben wir mit der App Block Sales kreiert. In diesem Spiel gibt es 5 Level und ein Tutorial. Es ist ein klassisches Jump'n'Run wie Super Mario Bros. Es geht darum, dass John im Spiel gefangen ist. Seine Aufgabe ist es, den Endboss zu besiegen, um in die reale Welt wieder zurückzukehren. Wir haben das Spiel mit dem Programm Block Sales entwickelt. Was ist es eigentlich? Erklär uns es, Rafa. Block Sales ist eine App, wo du deine eigenen Spiele kreieren kannst oder auch von anderen Spielern die Spiele spielen kannst. In diesem Level wurden die Texturen geklaut. Das hat den Main-Character sehr verwirrt, deswegen ging er der Sache direkt auf den Grund. Direkt im ersten Part sieht man, dass keine Texturen da sind oder auch sogar falsche Texturen reingebracht wurden. Im zweiten Part sieht man Wände, die eigentlich aus Münzen bestehen, die man aufsammeln kann, um den Spieler zu verwirren. Um den richtigen Weg zu finden, muss man durch das Labyrinth durchkommen, um den Weg zum Bossraum zu finden. Es ist möglich, bei Block Sales eigene Texturen zu entwerfen. Man kann sie auch so animieren, dass sie die Form oder die Farbe ändern. Das gleiche kann man auch mit den Charakteren oder den Hintergrund machen. Die grünen Blöcke sind feste Blöcke oder auch Blöcke, die man nicht verschieben kann. Sie werden aber auch oft als Hindernis verwendet. Die roten Blöcke sind Fallen. Wenn man in die Falle reinläuft, dann bekommt man Damage. Die gelben Blöcke sind Sammelobjekte. Die orangenen Blöcke kann man aufheben und werfen. Wenn sie die Gegner treffen, dann bekommt der Gegner Damage. Die blauen Blöcke ist Wasser, worin man schwimmen kann oder auch hochklettern. Die lilanen Blöcke sind Gegner. Es gibt 2 verschiedene. Fliegende Gegner und laufende Gegner. Es gibt auch die rosanen Blöcke. Das sind Power-Ups, womit man Leben generieren kann, neue Outfits bekommt oder auch ein Jetpack. Es gibt 2 verschiedene weiße Blöcke. Der erste Block ist entweder ein Checkpoint oder eine Sprechblase. Der zweite Block ist das Ziel. Mir hat es persönlich sehr gefallen, mit der App zu arbeiten. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sie auch persönlich benutzen und natürlich auch weiterempfehlen. Zu der Altersempfehlung, ich würde keine Altersempfehlung der App geben, weil es ist bei so einer Art von App einfach nur unnötig. Was sagst du dazu? Ich bin komplett deiner Meinung, Arthur. Die Altersempfehlung finde ich gerecht, denn sie ist wirklich kinderleicht zu bedienen und aber auch eine große Herausforderung, wenn du dir was Großes vorstellst. Ich gebe dem Spiel 4 von 5 Punkten. Wie viel würdest du denn dem Spiel geben, Arthur? Ich würde genauso viel geben. Mhm. Warum denn? Weil es ist manchmal nicht möglich, die App zu bedienen, vor allem wenn es keine Internetverbindung gibt. Dann ist es unmöglich.